Der Gaspreis kennt derzeit nur eine Richtung, nach oben. Anfang der Woche kostete eine Megawattstunde Erdgas im europäischen Großhandel rund 75 Euro, ein Rekordhoch. Für viele Industriezweige wird das zu einem immer größeren Problem. Und auch private Verbraucher werden sich im Herbst auf deutlich höhere Energiekosten einstellen müssen. Gas zum Heizen und Kochen. Dafür werden viele Haushalte in Deutschland deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Viele Gasanbieter haben bereits an der Preisschraube gedreht. Der Erdgaspreis hat sich innerhalb weniger Monate mehr als vervierfacht. Von rund 17 Euro Anfang des Jahres auf zuletzt rund 75 Euro pro Megawattstunde. Der Anstieg hat mehrere Gründe, sagt der Gashandelskonzern VNG. Unter anderem wegen der weltweit gestiegenen Nachfrage. Auf der Nachfrageseite muss man sagen, wir hatten letztes Jahr einen sehr kalten Winter, der auch dazu geführt hat, dass wir einen gewissen Nachklappeffekt jetzt sehen. Auf der Angebotsseite muss man sagen, haben wir zum einen viele LNG-Lieferungen, also wo quasi Gas über Tanker durch die Gegend geschippert wird, die in Richtung Asien gehen, weil die Märkte sich da deutlich schneller erholt haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gasvorräte nach dem vergangenen Winter noch nicht wieder komplett aufgefüllt sind. Deutschlands größter Gasspeicher in Niedersachsen, betrieben von einer Tochterfirma der russischen Gazprom, soll fast leer sein. Hauptlieferant Russland könnte mehr Erdgas nach Europa liefern, sagen Experten. Manche Kritiker vermuten, dass Moskau mit reduzierten Liefermengen Druck machen will. Womöglich, damit die fertige Pipeline Nord Stream 2 schneller in Betrieb genommen wird. Ja, und über das Thema spreche ich jetzt mit Jens Hobohm vom Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos. Schönen guten Tag, Herr Hobohm. Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, wenn ich schon mal einen Energieexperten da habe, dann frage ich Sie natürlich gleich, warum steigen denn die Gaspreise zurzeit eigentlich so stark? Also wir haben verschiedene Ursachen. Es fing eigentlich schon im letzten Winter damit an, dass die Speicher nicht gut genug gefüllt wurden. Wir hatten dann gegen Ende des Winters nochmal eine richtig kalte Phase im April, Mai. Manche erinnern sich vielleicht noch daran, sodass erst im Mai begonnen wurde, die Speicher wieder richtig zu füllen. Dann ging es eigentlich weiter. Die Preise stiegen auch im Mai, Juni, Juli schon an. Und offenbar haben viele Versorger auf fallende Preise gehofft und gewartet und dann die Speicher nicht ausreichend gefüllt, sodass die Speicher jetzt tatsächlich auf einem historisch niedrigen Niveau gefüllt sind. Es ist jetzt keine Sorge zu befürchten, dass es hier zu einem Versorgungsengpass kommt, aber das waren wichtige Gründe. Und zuletzt vielleicht noch der Beitrag der Lieferanten. Also wir haben hier schon gesehen, dass die großen Lieferanten, insbesondere Russland, in vergangenen Jahren teilweise noch mehr zusätzliche Gasmengen dann auch geliefert haben. Das ist bisher noch nicht erfolgt und all das und möglicherweise auch noch einige andere Gründe haben zu dieser Situation beigetragen. Das heißt jetzt aber auch andersrum, ist denn abzusehen, wann diese Entwicklung der steigenden Preise zu Ende sein wird? Also ich fürchte, wir werden in diesem Winter ein außergewöhnlich hohes Gaspreisniveau behalten, was natürlich dann auch bedeutet, dass auch die Gasversorger ihre Preise anheben werden. Denn die kaufen ja am Großhandelsmarkt ein und müssen das dann weitergeben an ihre Kunden. Insofern glaube ich, dass wir den Winter über diese hohen Preise sehen, wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr mit dann etwas moderaterer Tendenz und erst danach dann wieder einen Rückgang der Preise. Das sieht man auch schon bei den Futures. Ja, wir Verbraucherinnen und Verbraucher, auch die Unternehmen, die sind natürlich nicht begeistert von so einer Preisentwicklung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch jemanden, der davon profitiert. Wer profitiert denn von diesen hohen Preisen im Moment? Also logischerweise profitieren die Gasproduzenten und Lieferanten davon. Insbesondere sind ja die wichtigsten Lieferländer für Deutschland und auch für Europa Norwegen, dann Nordafrika, Algerien und insbesondere Russland. Russland profitiert natürlich auch von hohen Gas- und Ölpreisen und verdient im Augenblick gutes Geld. Und die Lieferanten, die noch zu günstigen Konditionen eingekauft haben, vielleicht vor einem halben Jahr, die können jetzt auch ein zusätzliches Schnäppchen machen. Ja, und welche Rolle spielt dabei jetzt die umstrittene Pipeline Nord Stream 2, die ja für einen Gastransport von Russland nach Deutschland sorgen soll?
Also die Pipeline selbst liefert natürlich erstmal kein Gas, sondern erst dann, wenn auch zusätzliche Mengen dann von Russland bereitgestellt werden, ist damit zu rechnen, dass auch ein Druck aus dem Markt rausgenommen wird. Ich glaube eigentlich schon, dass das passieren wird. Die Pipeline wird ja derzeit zertifiziert. Die Rohre sind alle gelegt. Und wenn die Pipeline zertifiziert ist und dann auch gefüllt wird mit Gas, dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis dann die Lieferungen beginnen. Und ich glaube, dann wird sich auch noch die ein oder andere Kilowattstunde in Russland finden lassen, um zusätzliche Mengen nach Westeuropa zu transportieren. Jetzt haben wir hier in Deutschland ja gerade Wahlkampf. Da geht es auch um Klimaschutz. Und wenn man über Klimaschutz spricht, dann spricht man ja auch über die Kosten. Sprich, wer kann sich denn wie viel Klimaschutz überhaupt leisten? Wie kann man denn Energie in Zukunft für alle bezahlbar machen? Was ist Ihre Ansicht? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle vergegenwärtigen, Energie ist kostbar. Sie sollte sparsam verwendet werden. Das gilt eigentlich immer. Wir können damit das Klima schonen und auch den Geldbeutel entsprechend schonen. Das gilt besonders in diesem Winter. Wir können Energie auch im Grunde genommen nicht billiger machen, denn insbesondere die fossile Energie schädigt unser Klima und wird über den CO2-Preis in Zukunft auch teurer werden. Ich glaube, dass wir uns das ein Stück weit auch leisten können. Aber es ist besser, von steigenden Preisen auszugehen perspektivisch und eben dann zum Beispiel, wenn man eine Heizungserneuerung ansteht, dann auf die sparsamsten Techniken, zum Beispiel elektrische Wärmepumpen, dann zu setzen, um sich dann auch von solchen Schwankungen unabhängig zu machen. Was gibt es denn eigentlich für Alternativen zum Beispiel zum Gas als Energieträger? Ja, also das kommt natürlich darauf an, ob man selber die Möglichkeit hat, auf sein Heizungssystem Einfluss zu nehmen. Als Häusle-Eigentümer oder Besitzer hat man diese Möglichkeit. Da hatte ich eben schon die elektrische Wärmepumpe erwähnt. Es gibt auch Biomassefeuerungen, die in Frage kommen und dann auch eben klimaneutral wären. Wenn ich als Mieter unterwegs bin, dann kann ich natürlich wenig machen. Ich kann natürlich meinen Hauseigentümer fragen, ob er denn beabsichtigt, da auch zu investieren und mich mit anderen Mietern vielleicht zusammentun und darauf hinwirken, dass hier auch in Zukunft dann klimafreundliche und gleichzeitig auch kostensparende Varianten eingebaut werden. Und da ist insbesondere die elektrische Wärmepumpe zu nennen. Vielen Dank, Jens Hobohm, für das Gespräch nach Berlin.